Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer Doppelfolge vom realen Irrsinn. In der zweiten Folge geht es um einen sprechenden Mülleimer in Bremen Nord. Aber wir fangen natürlich erstmal mit einer Folge an. Beide sind schon etwas älter. Die zweite Folge, haben wir ja gerade schon gesagt, die erste Folge, da geht es um einen Campingstreit an der Ostsee. Das Ganze ist aus dem Jahr 2006. Diese Folge im Übrigen ist ein Vorschlag von Schildi1. Doch er hat mir insgesamt 3 Videos vorgeschlagen gehabt. Die ersten 2 haben wir das letzte Mal gemacht. Jetzt habe ich hier also das 3. von ihm. Wir schauen uns mal an, um was es da geht. Er hat da irgendwas geschrieben von Rettungswegen, die wohl nicht ganz in Ordnung sind. Wir schauen es uns einfach mal an. Ich mache das Ganze groß, damit ihr es auch ordentlich seht. Wir schauen uns das Ganze zusammen an. Also erstmal jetzt der Campingstreit aus an der Ostsee. Der Campingplatz Lerchengrund. Hier lauert eine Bedrohung ungeahnten Ausmaßes. Ja, da bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, ich habe so eine kleine Vermutung, dass es wirklich mit den Rettungswegen zu tun hat, denn das hat der Schildi bei mir im Kommentar zu einem anderen Video geschrieben gehabt. Die Idylle trügt. Die Camper verbringen keine ruhige Minute mehr. Also ich weiß nicht, also für mich sieht das aus, als wäre sie da eine sehr ruhige Minute, obwohl Stricken kann gefährlich sein. Gerade wenn man es mit 4 Nadeln macht, weil dann ist der nebendran Sitzende ganz schnell zugenadelt. Ja. Wenn Sie immer mit einer Bedrohung leben, das ist für mich ein Pulverfass. Ja, kommen wir doch endlich mal auf den Punkt. Was ist denn die Bedrohung? Diese Vorzelte sollen die Camper verkleinern. Nur weil hier angeblich keine Feuerwehr mehr durchkommt, meint die Kreisverwaltung. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt ja gerade das Bild gesehen gehabt. Bei allem Verständnis, die Feuerwehr hat recht. Wie soll da was durchkommen, wenn das Zelt in der Mitte brennt, bis die alle ihre Sachen weggeräumt haben, ist das Zelt abgebrannt und nicht nur das Zelt. Die gönnt den Campern nicht mal die allerkleinste Habseligkeit. Man baut hier etwas an, man schraubt dort etwas fest. Es wird ein hausähnliches Gebilde und schon greifen nicht mehr die Regeln, die zum Beispiel im Brandfall einzuhalten sind. Da hat er recht. Das ist ein großes Problem bei vielen Campingplätzen mit Dauercampern. Aus dem ganz einfachen Grund, die übertreiben es manchmal. Ich weiß, also es gibt hier in der Nähe einen Campingplatz, da ist das auch so, dass es da Dauercamper gibt und da gibt es feste Regeln, was dürfen sie nicht. Und wenn sie etwas Neues machen wollen, was nicht von vornherein schon da war, müssen sie das extra beantragen, müssen dafür eine Genehmigung kriegen, sonst dürfen sie das nicht machen. Dann müssen sie das auch wegfahren und es wird kostenpflichtig entfernt. Gassen für die Feuerwehr, Erreichbarkeiten, Löschwasser. Hier wird aus einem mobilen Zelt ein festes Haus. Ja, und das hat er dann halt andere Voraussetzungen für den Brandschutz als ein Campingzelt. Ein Zelt kann man schnell mal abbauen. Die Bauten, die die da haben, im Endeffekt nicht. So was gibt es ja auch bei den Kleingärten. Festes Haus? Das hier? Absurd. Von Haus würde man ja nur sprechen, wenn er jetzt eine ganze Einbauküche... Vielleicht findet er sich unsere Einbauküche. Okay, naja, essen muss man ja auch mal im Zelt. Aber wenn es hier jetzt eine... Ja, also eine ganze Einbauküche im Wohnwagen, das muss man sich mal vorstellen. Also das ist... Dann sagen sie, das ist ein Zelt. Nee, das ist kein Zelt, das ist ein fester Aufbau. Definitiv. Und die gewünschte Dusche sehen wir jetzt gleich. Dusche und eine Badewanne gäbe. Mit Dusche. Ja, Badewanne. Hallo, das ist eine Wohnung. Das ist kein Zelt mehr, definitiv nicht. Können wir ganz abhaken, da ist kein Zelt mehr. Das ist eine Wohnung. Und da würde ich auch als Betreiber des Campingplatzes langsam mal gegen vorgehen. Der Zeit einen Antrag auf Unterkellerung eines Wohnwagens bekommen. Bei der Besichtigung stellt sich dann heraus, dass doch gar keine Räder mehr am Wohnwagen vorhanden waren und schon der Keller ausgehoben war. Für mich ist es nicht. Ey, also, auf was für Ideen kann man kommen? Ich sag mal so, wir haben ja eine Wohnungsnot, da ist das ja durchaus eine interessante Idee, aber man kann es auch übertreiben, oder? Ein Zelt. Ein ganz normales Zelt. Genau. Und die Verwaltung soll jetzt bloß nicht mit Brandgefahr kommen.
Zelte und Wohnwagen sind jederzeit bewegbar und entfernbar. Und das können Sie mit einem festen Gebäude nicht. Stimmt, das würde ich sehen. Stellt euch mal vor, ihr sitzt sonntags zu Hause am Kaffeetisch, plötzlich wird das Haus angehoben und wird weggefahren. Das wär's ja, oder? Ach, so ein Gebäude, Zelt, ist doch, wenn's brennt, in 0, nix abgebaut. Da braucht man nur mal den Betreiber Hartmut Behrens vom Campingplatz zu fragen. Ich hab's ja hier gesehen, die abgebaut wurden. Innerhalb eines Tages war der Platz wieder frei. Ja gut, innerhalb eines Tages. In einem Brandfall hat man aber keinen Tag. Sorry, also, Leute, denkt doch nach. Also das ist alles schnell zu machen. Tja, also hier hat ein Feuer keine Chance. Trotzdem schüchtert die Kreisverwaltung die Camper mit sehr eigenartigen Methoden ein. Von ganz da oben. Ja, sie hat ja auch recht, die Kreisverwaltung. Campingplatz, Camping. Hobby bzw. Freizeit, okay. Man kann auch die Freizeit ein bisschen ausbauen. Verstehe ich auch. Gibt's ja auf vielen Campingplätzen, ist auch völlig in Ordnung. Aber man kann es auch immer übertreiben und bestimmte Sachen gehören halt nicht auf den Campingplatz. Ganz einfach. Dann haben wir immer Befürchtungen, dass von oben fotografiert wird, damit sie irgendwelche merkwürdigen Beweise gegen uns dann wieder vorbringen, nicht? Die brauchen keine merkwürdigen Beweise gegen euch vorzubringen. So wie der Platz da vollgebaut ist, gibt's kein Problem damit, dass die Beweise finden. Definitiv nicht. Welche merkwürdigen Beweise denn? Von festen Häusern kann ja hier nun wirklich keine Rede sein. Nö, also nicht aufgeben. Wieso soll ich aufgeben? Ich bin ein Siegertyp. Ja, genau, so siehst du auch aus mit deinem Siegertyp. Also ganz ehrlich, dich als Betreiber, ich würde dir den Campingplatz radikal dicht machen. Fertig, Thema gegessen. Hartmut Behrens, ein Campingplatzwart geht seinen Weg. Ja, so kann es gehen. Also ganz ehrlich, seid doch, was meint ihr dazu? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare auf YouTube unten reinschreiben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja wohl der Witz des Jahrhunderts. Das ist doch kein Campingplatz mehr. Und ich verstehe das auch. Da steht da eins, ich denke mal, da gibt es ja noch eine zweite Folge dazu. Ihr müsst dich mal raussuchen, ob wir da noch ein Update dazu haben. Aber für die Folge gibt es auf jeden Fall erstmal jetzt bei den Kollegen. Oh, das sehe ich ja gerade. Da habe ich ja schon ein Like gemacht. Interessant. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass ich die Folge schon mal irgendwann reacted habe. Und das gar nicht wusste. Okay, wir machen das Like weg. Machen wir hin. So, jetzt haben wir es gemacht. Wahrscheinlich bin ich unten drauf gekommen. Aus Versehen. Kann passieren. Abonniert habe ich schon. Wenn ihr das Ganze abonnieren wollt, unten ist das Ganze im Original verlinkt, das Originalvideo. Einfach draufgehen bei den Kollegen von Extra 3, ein Like da lassen, ein Abo da lassen, einen Kommentar. Das gleiche könnt ihr hier unten auch bei mir machen. Und wir gehen jetzt ganz schnell rüber in das zweite Video. Wir hatten jetzt gerade eben den Streit am Campingplatz zwischen Kreisverwaltung und Campingplatzbetreiber oder Campern, was denn ein Zelt und was ein mobiles Haus ist. Und jetzt wird es bei mir wieder hell. Und jetzt haben wir hier einen entsprechenden Mülleimer. Und zwar in Bremen. Genauer gesagt in Bremen-Nord. Was es damit auf sich hat, weiß ich nicht, aber... Der Titel ist schon interessant, finde ich. Also gucken wir mal. Bremen, Fegesack. Ort der Ideen und technischen Innovationen. Der heißeste Scheiß im Stadtteil sind jetzt diese Mülleimer. Was sind denn hier die High Features? Also, wir greifen jetzt mal vor. Ich kann euch das größte Feature dieses Mülleimers sagen. Er nimmt Müll auf. das ist der heißeste Scheiß, den Müll aufnehmen. Nein, natürlich nicht, dass die redet. Die High Features sind, dass er hier eine Solarzelle drauf hat. Dann gibt es eine Presse, die den Müll verdichtet. Ferner hat er noch ein GPS, das also ansagt, wo steht der Behälter. Und dann hat er ein GSM-Modul, das über wie Handy, normales Handynetz Nachrichten schicken kann. So. Und jetzt bitte die Erklärung, für was braucht der Mülleimer ein GPS-Modul? Und eine Möglichkeit mitzuteilen, wo er steht. Rennt der weg oder was? Solarzelle, GPS und GSM. Hightech-Mülleimer für Bremen-Fegesack. Das Beste kommt aber noch. Wir sind schließlich in Bremen.
Deswegen haben wir da einen Sprachmodul oder ein Soundmodul verbaut und haben die Bremer Stadtmusikanten aufgespielt. So, und ich darf das mal kurz demonstrieren. Aber gerne. Das war der erste Stadtmusikant, das war der Gockel. Das ist der Hund. Da müssen selbst die Bremer gucken, weil sie es nicht wissen. Also, ey, hallo, wie dumm kann man sein? Was ist. Dafür schmeißt man Geld zum Fenster raus, oder was? Also, geht's noch? Dass es die Bremer Stadtmusikanten sein sollen. Ey. Das hatte ich nicht gesehen. Ein bisschen Fantasie. Ja, aber Ute, wenn du da nicht mit rechnest, habe ich es nicht gewusst. Ganz ehrlich, man hätte doch sagen können, danke, also in das Modul einarbeiten können, zum Beispiel, Dankeschön, dass Sie Ihren Müll bei mir abgegeben haben. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Sowas, aber doch nicht die Bremer Stadtmusikanten, nur weil das Ding in Bremen steht. Also bitteschön, hallo? Der Esel? Ja, Esel. Und hier die Katze. So, also wenn wir das jetzt in dieser Reihenfolge machen, oben der Hahn, dann der Hund, dann der Esel und dann die Katze, finden wir den Fehler. So, ja, jetzt ist hier wird es wieder hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, das ist gar nicht mal so schön und gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich hier mal kurz armieren, sonst wird es doch zu schön. So, bisschen besser, so, okay, genau. Gut, weiter geht's. Ich sag ja. Wer hier das war, weiß ich nicht mehr. Eine Katze, der über den Schwanz gefahren worden ist, meine ich. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Nein, aber viel besser wäre doch jetzt gewesen, wenn jetzt der Mülleimer gesagt hätte, Dankeschön für Ihren Müll. Aber nicht diese Katze. Also, hallo, Leute, Mann. Da hat man so viele Möglichkeiten. Und was macht man sowas Bescheidenes? Die Stadt weiß ja wohl am besten, wie die Stadtmusikanten sich anhören. Für den Austausch von 300 alten Eimern und die Ausstattung der neuen stellt sie insgesamt 150.000 Euro bereit. Von der Stadt heißt es... Moment. 150.000 Euro für diese Mülleimer. Und dann fällt ihnen nichts Besseres ein als die Bremer Stadtmusikanten. Die man noch dazu nicht mal damit in Verbindung bringt, weil es immer nur eins der Tiere ist. Nee, also das ist wirklich Irrsinn. Da hätte man wirklich anderes mitmachen können mit dem Geld. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dass ein Soundmodul auf spielerische Art zur Nutzung der Gefäße anregt und das Umfeld der Behälter aufgeräumter ist. Also wenn ich das... Entschuldigung, wenn ich Ihnen gerade mal kurz das Wort geklaut habe. Nur weil sie aufgeräumter sind, da reicht auch ein normaler Mülleimer, obwohl es ja immer noch Leute gibt, die sehen Mülleimer und wissen trotzdem nicht, für was sie gedacht sind, sondern schmeißen ihren Müll einfach dahin, wo sie gerade stehen oder sitzen. Da ändert auch ein Soundmodul im Mülleimer nichts daran. Das ist kein Argument. Also ich finde sowas schwachsinnig. Richtig. Da kann man das Geld anderweitig anwenden. Das müssen keine Mülleimer mit Musik sein. Was? Ich sag mal so, Musik wäre ja wenigstens doch was, was man verstehen würde. Okay, ein schöner Song, der dazu passt oder was. Aber, oder wie gesagt, das, was ich jetzt schon dreimal, jetzt zum dritten Mal sage, danke für Ihren Müll, aber doch nicht sowas. Das wissen schon einfache Bürger. Die Stadt schreibt... Der überwiegende Teil der Bremerinnen und Bremer in Bremen-Nord finden die tönenden Abfalltonnen gut. Komisch, ich habe jetzt mehrere Leute gesehen, die haben das nicht gut gefunden. Na gut, das war eine kleine Minderheit vielleicht, aber trotzdem. Ich halte das mit Mühe aus, aber sie kreischen zu laut. Was müsste Ihr Mülleimer zu Ihnen sagen, damit Sie es gut finden? Nix. Ich glaube, ein Mülleimer muss nicht mit mir sprechen. Stimmt natürlich. Aber solange sich keiner beschwert... Nein, das beschwert sich. Es gab Beschwerden, weil Kunden gesagt haben, da wirft man was ein und dann wird man auch noch angebellt. Deshalb hat die Stadt alle Mülleimertöne wieder abgestellt. So einfach geht Entsorgung in Bremen-Nord. Ja.
So, ja, genau. Also, das ist rausgeschmissen Geld und das ist, kennen wir ja von unseren Verwaltungen. Das machen die ja gerne mit vollen Händen. An den Punkten, wo es nötig wäre, dass man vielleicht mal Geld in die Hand nimmt und was macht, da wird es nicht gemacht. An solchen dummen Dingen wird es getan. Und das ist schon der reale Irrsinn. Und wir seien wir froh darum, dass uns das mit Sicherheit noch lange nicht ausgehen wird, obwohl momentan kommt ja, wie gesagt, nichts, aber wir haben ja noch genügend alte Folgen. Deswegen bleiben wir da dran und werden uns auch in der nächsten Woche, denke ich mal, wieder real ist in Folgen angucken. Für diese Folge bleibt mir jetzt nur zu sagen, Dankeschön, dass ihr da wart. Auch hier bitte ein Like da lassen beim Originalvideo, ist da unten verlinkt, genauso wie das erste aus dieser Folge. Und ihr könnt dann auch ein Abo bei den Kollegen von Extra 3 da lassen. Aber bevor ihr jetzt darüber rennt und das bei denen macht, wäre das natürlich schön, wenn ihr das hier bei mir auf YouTube auch macht. Ein Like, ein Abo, vielleicht ein Kommentar da unten mit Anregung, Kritik, Vorschlägen, was man sich mal angucken könnte, reale Irrsinn-Folgen, andere Sachen, die man reacten kann, würde ich mich drüber freuen und wir kommen da mit Sicherheit auch zusammen, haben wir ja schon gemacht, wie gesagt, und deswegen bleibt mir für heute nur ein Dankeschön zu sagen und tschüss, bis zur nächsten Sendung.